Fette Grüße und herzlich willkommen hier bei Hotto Gaming, heute wieder mit Satisfactory. Weiter geht's. Ja, da wird auch nichts fertig, wenn man nichts reinsteckt, ne? Kann's auch nicht vorangehen. Auf der einen Seite fehlen uns verstärkte Eisenplatten und auf der anderen Seite fehlen uns Schrauben. Schauen wir, was wir da haben. Hier haben wir gar nichts da. Auf in mein Papamobil. Schrauben, das ist schon mal gut. Dann wird schon mal die eine Sache produziert. Ich mag dieses kleine Gefährt. So, was haben wir hier alles? Nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nehmen wir mit. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Okay. Ich muss erst wieder reinkommen, weil ich habe wieder ein bisschen privat gespielt und das Spiel fasziniert mich. Das macht einfach Spaß. Gut, da geht's schon mal voran. Ja, ich weiß, ich fahre nur noch mit dem Auto. Okay. Ich sitze zwar gebückt drin, aber hey, egal. Gut. Jetzt geht es mir darum zu sagen, hey, ich baue eine weitere Ebene auf, damit ich hier unten die Produktion auf sehr solide Füße stellen kann. Und da gehe ich lieber immer Tick höher als ich muss, damit wir hier unten richtig Platz haben. Da brauchen wir diese Schrägen. Das reicht. Das ist doch wunderschön. Da geht's doch voran. Ich weiß, jetzt kommen relativ viele so Bausequenzen, wo man einfach relativ wenig zu sagen hat. Aber es geht einfach darum zu sagen, hier, ich baue diese Ebene auf. Und hier oben wird es dann einfach relativ sauber die ganzen Geschichten geben. Nicht genug Freiraum. Achso, ja klar, hier ist die. Okay. Das eigentlich egal, aber trotzdem. Hier muss es sein. Hier muss es sogar sein.
Also müssen tut sowieso gar nichts, aber hier hätte ich das einfach gerne. Da sieht man wieder, wie viel Beton man braucht. Also wenn man hier so ein bisschen sagt, hier, unser Headquarter soll schöner werden, dann verbraucht man da richtig, aber so richtig Material. Aber es entsteht dann auch was. Also wenn man viel Material hier einsetzt, dann entsteht auch richtig was. Und das ist schön. Also wenn man dann am Ende des Tages immer sieht, ja, was man eigentlich gemacht hat, wie sich das alles verändert hat, dann ist das schön. Aber man braucht, wie gesagt, Unmengen Material. Und das haben wir, das haben wir, das werden wir mit der Zeit hierher kriegen. Das ist alles gut. Ganz gut ist, dass derweil einige Sachen einfach automatisiert voranschreiten. Man muss sich da nicht mehr um alles so kümmern. Es geht voran. Es geht voran. Weglegen, was man nicht dringend braucht. Das Auto brauchen wir vielleicht doch ein bisschen, weil es erspart einem. Wo habe ich mein Auto stehen lassen? Ich habe mein Autochen verlegt. Kann das denn sein? Wo steht denn mein Flitzer? Einfach wild in der Gegend. Müssen wir mitnehmen. Können ja nicht einfach mein Autochen hier stehen lassen. So. Da wir ja so viel Material haben, können wir verschwenderisch damit umgehen. Und einfach, dass das hier einheitlich ist. Das ist zwar unnötig, aber hey, hier können wir dann 8. Dann ist es wirklich unnötig hier hinten. Aber wenn wir hier eine Mauer ziehen, dann sieht ja keiner mehr, was dahinter ist. Das heißt, hier oben und so schnell ist der Beton auch schon wieder weg. Was ist hier? Da haben wir ein paar Platten, das ist auch okay. Warum ziehe ich hier eine zweite Ebene ein? Ich will einfach hier unten diese grundlegende Produktion haben und oben dann schon die sauberen Grund, und das ist wichtig, Grundmaterialien haben. Das heißt, ich will da nicht immer rumrennen müssen und sagen, hey, ich brauche das und das und das und das und dann zwischen den, wie hier zwischen der Produktion rumrennen zu sagen, sondern hey, ich habe hier oben einen Bereich, der ist sauber.
Und da oben hin kommen dann nur noch die einzelnen Produkte als solches. Jetzt schauen wir mal, ob wir in dem Verwurster einfach noch Beton reingeschmissen haben. Eine verschwenderische Art und Weise, wie wir sind. Das haben wir. Das ist gut, weil das können wir rausnehmen und noch benutzen. Und jetzt schauen. So, also hier, okay. Ah, Metall haben wir keinen. Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Fenster auf und erst dann kann man losfahren. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, warum man den Ellbogen nicht raushängen lässt. Macht man doch so, oder? Musik aufdrehen, Ellbogen raus, alles gut. So muss das sein. Jetzt hätte ich das Auto natürlich benutzen können. Aber hey. Okay. Das können wir eigentlich machen. Ich kann das alles eins weiter rausziehen. Und zwar hier. Da das alles automatisiert läuft, brauche ich mir da auch keine Gedanken machen. Also, dass ich mir irgendwas absperre, abschneide, was auch immer. Und ich kann hier relativ großzügig mit dem Platz umgehen. Nur bedenken, dass man auch irgendwo mal Durchgänge bauen muss, wie jetzt hier zum Beispiel, dass man da reinkommt. Und zwar, worum geht's? Ich würde gern auch die Produktion von Beton hierher ziehen irgendwie. Was mich jetzt so ein bisschen stört, ist das hier. Dieser Container zur Müllverwertung. Später sowieso umbauen, irgendwo anders hinstellen. Aber momentan. So. Momentan stelle ich den Container einfach mal hierher. Also, das ist ja keine Müllverwertung als solches, sondern das ist das Schreddern der Überschussproduktion. Förderband zu lang, okay. Da werden die Überschussproduktionen verwertet. Kann ich eigentlich? Wände, okay. Also ich habe noch keinen Durchgang als solches. Dann müssen wir die Produktion... Ah, das wollte ich sowieso. Die Produktion von den Festbrennstoffen verlegen. Baue ich da hinten hin zu meinen, da habe ich ja so eine Reserve, das sind ja meine Reserve Elektro, genau, die sind alle auf Standby, alle auf Standby-Modus. So muss das sein. Das heißt, hier hat man ja im Prinzip 30 mal 4, das heißt 120 Megawatt, die ich dazu schalten kann. Auf die Schnelle. Und hier würde ich dann einfach die Produktion von den
Festbrennstoffen dazu tun, die ich zwar momentan nicht nutze, aber die man ja in Zukunft dann nutzen kann. Und da ist die Frage, ob man nicht gleich eins weitergehen soll und das auch gleich mit begradigen. Gut, so schnell können sich Pläne ändern, ne? Da muss man flexibel sein. Und sagen, hey. So flexibel sind wir dann schon. Und jetzt stellt sich die Frage, sollen wir die ganze Produktion von da verschieben oder verschieben wir einfach nur den Ausgang? Wir verschieben nur den Ausgang. Und wo kommen wir rein? Wir müssen hier reinkommen. Und wir haben hier die Möglichkeit dazu, genau. Auch wenn es jetzt dauert, das ist einfach so. Man braucht einfach auch seine Zeit. Und diese ganzen Umbauarbeiten sind natürlich zum Zuschauen jetzt nicht so spannend. Verstehe ich auch. Aber sie sind nötig. Einfach so, ich werde hierhin den Container stellen. Erstmal. Dann muss ich nämlich schon mal nicht so weit dahinter laufen, wenn ich hier meine Bauarbeiten mache. Ich lasse mein Auto einfach überall in der Wildnis stehen parken. Das heißt, die Frage ist jetzt für mich, der hier ist zum Glück unnötig. Aber wir könnten hier die Verbindung, nee, der ist komplett unnötig. Der macht gar nichts. Okay. Die Frage ist, ob man jetzt das hier auf dem Level macht oder eins höher. Ich mache es eins höher. Und zwar geht es immer darum zu sagen, ja, auf welchem Level bewege ich mich denn? Hier kann ich dann sagen, hey, ich kann unten drunter noch durchlaufen. Darum geht es mir immer. Oder durchfahren, das ist egal. Auf jeden Fall sind die Wege hier nicht versperrt. Und da ich ja hier hinten drum rumfahren müsste, um nach hinten zu kommen, mache ich das einfach jetzt mal so. Das heißt, das hier hätte man eigentlich fast schon so lassen können, wie es war. Egal, baut man es einfach nochmal. Fusionator, den kriegen wir hin. Out.
mit. Das heißt, man braucht gar theoretisch gar keine Türen, weil man kann ja einfach unten durchgehen, wie ich es jetzt gerade auch gemacht habe. Lässt man das hierher laufen. So, und jetzt kriegen wir den Beton direkt hierher geliefert. Und da wird auch dies vorerst zumindest. Weil da komme ich relativ schnell ran. Mal oben nur schauen, wo mich die Kraftwerke einschränken werden. Werden wir sehen. Also da werden wir, man kann jetzt hier nicht überall einfach so, das sieht man schon. Nicht genug Freiraum, das macht das Kraftwerk unten. Aber hier kann ich noch bauen, okay. Da sieht man jetzt die Einschränkung, die man hat. Also man sagt, okay. Hier geht's nach unten. Das läuft. Und hier oben entsteht die neue Plattform, wo dann auch das Headquarter und so weiter hinkommt. Also das Headquarter, das Hub. Ich denke, gleich nach dem nächsten Update werde ich es umziehen. Und dann ist auch gut. Jetzt haben wir ganz schön Ausblick auf die Produktion. Die zumindest bis dato Produktion, also bis jetzt schaut es ja so aus. Und hier hinten haben wir die Stromversorgung. Das läuft. Den Weltraumlift. Hier hinten. Hier die Verarbeitung der Überschüsse. Hier die Produktion von Beton. Es läuft soweit. Oder? Ne? Also ja, ich denke, man kann schon sagen, läuft. Passt. Okay. Produktion hier steht ein wenig, ja? Gedacht, da ist nicht genug, aber da ist genug. Wir bräuchten noch eine Produktion. Na, die könnten wir uns hier rausziehen. Ohne viel umbauen. Und zwar Eisenplatten. Hier muss ich nämlich nicht viel umbauen. Hier kann ich einfach hinten dran ein Lager stellen. Das heißt, wenn ich ein paar Eisenplatten hätte. Und in hohem Maß hier nochmal Eisenplatten produzieren, weil die brauche ich jetzt auch für die Wände etc. etc. Da ist das nicht schlecht. Wird nachher sowieso abgerissen. Also alles, was hier unten bis jetzt steht,
zumindest, ja, alles von hier ab quasi wird abgerissen, also alles in die Richtung. Die gesamte Produktion außer Beton. Die gesamte Produktion außer Beton wird abgerissen irgendwann. Ich meine, irgendwann wird alles abgerissen wahrscheinlich, aber das ist in naher Zukunft. So. Dann schauen wir, was ist hier los? Nicht viel, ne? Okay. Sehr gut. Ah, was ich nicht vergessen darf, sonst komme ich später in Teufelsküche, ist... ist Strom dahin zu ziehen. Wenn man das Hauptquartier oder was auch immer alles so schön haben will mit, ne, Seitenwänden etc., da darf man nicht vergessen, das ist extrem wichtig, Strommasten rauszuziehen, weil sonst ist das alles eingebunkert und dann kriegt man den Strom da nicht mehr her. Und das wäre natürlich kontraproduktiv. Gut, das heißt, Produktion läuft jetzt erstmal so ein bisschen irgendwas. Ja, läuft, passt. Hier die Eisenplatten, da brauche ich noch ein bisschen Metallingots, die ich dahinter. Die klaue ich einfach hier vorne. So, dann produziert er da nämlich Eisenplatten. Das ist auch gut so. Dann geht es da auch mal voran, ne? So, und jetzt muss ich hier, wie gesagt, darf ich nicht vergessen, halt. Was ich nicht vergessen darf, ist, dass hier Fundamente herkommen. Warum? Weil... der Aufgang, die Seiten, wären sonst nicht geschützt. Das heißt, ich könnte im Aufgang runterfallen. Und wenn ich dann später vielleicht mit meinem Gogo-Mobil da hochfahre, könnte ich da abstürzen, Fallschaden etc. Muss nicht sein. Deswegen komm um meinen Aufgang rum. Aus reiner Verschwendung sucht Fundamente. So. Und dann kann ich das hier nur kurz wegnehmen. Dann kann ich hier in die Ecke einen Strommast stellen. Das schaut jetzt relativ bescheiden aus. Aber es ist nicht so wild, weil später hier einfach eine Tür hinkommt und dann steht der Pfeiler nicht so im Weg. Momentan, dadurch, dass keine Tür da ist, sondern ich einfach nur offen lasse, die Tür wird in der Mitte sein, ne? Das heißt, dann sieht man den Pfeiler, das ist schon okay, das ist gut gemacht. So. Strom hierher. Strom daher. Schön verteilen. So, dass man ihn auch überall hat. Das ist okay. Weil hier, das ist quasi der direkte Anschluss. Der direkte Anschluss. Hier ist der Strom als solches sowieso gegeben. Okay. Die Frage ist, werde ich ihn hier hinten überhaupt brauchen oder nicht?
Wahrscheinlich werde ich hier hinten nicht wirklich Nutzen ziehen können draus, aber ist egal. Erstmal hier haben und danach sehen wir weiter. So, diesen Teil der Produktion baue ich ab. Das ist die ehemalige Produktion von Festbrennstoff. A, brauche ich ihn momentan gar nicht. Das ist mal das Erste. Und B, wenn ich ihn brauche, hätte ich ihn gern da, wo ich meine Festbrennstoffverwertungsanlagen habe. Das heißt, in dem Fall diese Stromgeneratoren für Festbrennstoffe. Okay. Das ist jetzt ein längerer Weg, da kann man dann durchaus schon mal das Auto auspacken. Fenster aufklappen, einsteigen, losdüsen. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Hätte ich das jetzt am Boden gebaut, das Fließband, hätte ich hier aussteigen müssen, irgendwie drüber klettern, wie auch immer. Und so fahre ich einfach außen rum. Später gibt es dann ja so Tubes, wo man sich durchschießen kann. Das auf jeden Fall nutzen. Ach ja, bevor ich es vergesse, das hier ist natürlich nur alles meine Solo-Mission. Bitte schaut auch vorbei, wenn ich mit dem Etienne zusammenspiele. Wir haben immer sehr, sehr lustige Aufnahmen. Wir haben unseren Spaß dabei. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob der Etienne auch, aber ich denke schon. Also es ist wirklich, wirklich lustig einfach immer wieder. Wir ergänzen uns da sehr gut, habe ich das Gefühl. Und haben unseren Spaß. Und ich denke, darum geht es auch. Es ist einfach, A, erreicht man viel schneller was bei dem Spiel, wenn man gemeinsam spielt. Und B, macht einfach mehr Spaß. Hat es auch Nachteile, wenn man zusammenspielt. Natürlich hat es auch Nachteile, wenn man zusammenspielt. Und zwar, wenn es darum geht, zu sagen, hey, ich will das so und so oder ich will das so und so, ne, dann kann es schon zu Streitigkeiten dann kommen. Also Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten kommen, wie man was aufzubauen hat. Aber prinzipiell, ganz ehrlich, das ist... Also wir haben da keine Probleme bis dato gehabt. Wenn man das alles ein bisschen mit Humor und ein bisschen so sieht, wie es auch wirklich ist. Das heißt, unterm Strich ist es ja einfach nur ein Spiel. Das darf man nie vergessen. Und dann gibt es auch keine Probleme. Genau. So, dalla. Dann bauen wir hier nochmal die Produktion auf für diesen Festbrennstoff. Weil man könnte ja darauf angewiesen sein, darauf wieder umzuschalten. Und dann könnte man relativ einfach, relativ schnell das bewerkstelligen hier, wenn man vorbereitet ist. Das wollen wir sein. Okay, dann machen wir hier den Fusionator hin. Förderband Fusion. Ist ja immer so, dass man zwei Produktionsstrecken haben muss. Weil es kann das Biomaterial kann man auch aus zwei
Ressourcen gibt. Man kann es aus mehr Ressourcen gewinnen, aber aus zwei Hauptressourcen hat man dafür. Und das ist einmal Blätter und einmal Bäume. Und dazu braucht man zwei verschiedene. Ich finde es ganz gut, dass die nur Strom verbrauchen, wenn sie aktiv sind. Das heißt, ich kann hier quasi eine halbe Fabrik bauen, die nicht angeschlossen ist. Das hier ist aus Blättern und das hier hinten ist Bäumen sage ich immer, aber auf Holz, okay. Und jetzt bauen wir hier noch die Lagerstätten hin dafür. Das heißt, so, jetzt kann man also einfach hierher kommen und sagen, hey, ich hau hier Blätter rein und nebendran Holz und hinten kommt dann fest Brennstoffmaterial raus. Ohne weiteres Zutun. Schauen wir mal, wie weit wir hier noch laufen müssen, um überhaupt ein paar Blätter und sowas abzugreifen, weil wir haben hier schon ganz schön gerodet. Ist schon alles an Blättern und Bäumen eingesammelt worden, was nur geht. Also alles natürlich nicht, aber sehr, sehr viel. Ah. Da geht man nichts ahnend durch den Wald. Ah. Und trifft auf hässliche Viecher, die einen mit Feuerbällen bewerfen wollen. Nur weil man gesagt hat, hey, ich will nochmal schauen, wie weit ich hier roten kann, muss, wie auch immer. Rot muss ich gar nichts, weil das haben wir schon sehr weit gemacht. Ja, jetzt kommen auch noch Spinnen oder irgendwas. Alles mitnehmen, was geht. Der Klang der Motorsäge, wenn es durch Unterholz geht. Wunderbar. Wunderbar. Alles einsammeln. Blätterchen, Blümchen, kommt alles her. Ihr werdet alle verwurstet zu Festbrennstoff. Den ich noch nicht mal brauche momentan. Aber, vielleicht in Zukunft, man weiß ja nie. Und das ist ganz gut, wenn man gerüstet ist. Ich war sowieso in der Gegend, ich wollte sowieso vorbeischauen. Haben wir hier auch. Das heißt, auch das können wir reinschmeißen. Und das wird dann hier hinten verwurstet alles zu Biomaterial. Und das Biomaterial, wenn es dann vorhanden ist, geht hier rein. Und hier wird es zu Festbrennstoff verarbeitet, der dann hier in meinem Vorratslager landet. So, das schaut ganz gut aus.
Den Umbau haben wir erledigt. Wir könnten sogar noch einen Coupon ausdrucken. Drei. Und zwar das hier brauche ich. Ich brauche 4 Coupons, das heißt, es dauert noch ein bisschen. Vorausgesetzt, da ist irgendwas drin, was ich verwursten kann. Wenn nicht, muss ich wieder was einfüllen. Und wir haben den Meilenstein erledigt. Sehr gut. Das war dann die Stahlproduktion, nehme ich an. Das heißt hier eine Gießerei. Gut. Für mich wird jetzt anstehen. Das war nicht so geplant. Für mich wird jetzt anstehen der Umbau der Produktion hier als solches. Und zwar wichtig ist erstmal für mich, wo soll das Ganze hin? Das werden wir oben entscheiden. Und da gilt es, so langfristig wie möglich zu planen. Weil man will ja das Headquarter nicht 1000-mal umbauen. Und lieber jetzt ein bisschen großzügiger planen, als nachher nicht zurande kommen. Das könnte mal ein Grundsatz sein. Ich denke, hier könnte in der Zukunft, so, machen wir einen neuen draus, der erste Container stehen mit Ware, die hier ankommt. Ja. Genau so. Und da gilt es dann, den Beton hinzubringen. Was jetzt eher ungünstig ist, ist klar. Aber da gilt es, den Beton hinzubringen. Und da geht es ja nicht bei mir jetzt um die Produktionsstätte, sondern rein um die Lieferung. Ups. Da sollte man nicht hinten runterfallen. So. Das heißt, im Prinzip würde, ja, hier haben wir einen Fehler gemacht, in der Denke her.
eigentlich ja nicht. Das heißt, ich müsste nachher nur abschließen hier die Ecke und dann ist auch gut. Was mir ein bisschen missfällt, und das muss ich sagen, ist, so viel Platz hier hinten verschwenden zu können dafür. Weißt du was? Ich mach's anders. Doch, also das lassen wir erstmal. Das heißt, hier oben. Das ist das Erste, wo wir rein wollen. Muss es Beton sein? Muss Beton am Anfang sein? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich könnte hier eine Produktion aufziehen. Das heißt, das hier entfernen wir mal, weil hier produziere ich sowieso nichts momentan. Dann können wir hier schon mal Platz machen. Hier könnte ich noch weiteren Beton dazu führen. Brauche ich so viel Beton? Ich weiß nicht später, wie viel Beton ich brauche, aber normal brauche ich nicht so viel. Ich mache es anders. Und zwar, ich ziehe einfach eine Zwischenebene oben ein. Das merkt man nicht. Und dann aber ich kann dann jede Menge Platz hier unten sparen. Und trotzdem komme ich damit durch, hoffe ich. Fundamente. Natürlich ein klein wenig, na, Betrug wollen wir es nicht nennen, aber das heißt, wir ziehen quasi eine Zwischendecke ein. Sehr spannende Lösung. Das ist auch immer so, wenn man dieses Spiel spielt und man ist an der gleichen Stelle quasi. Das heißt, man hat schon mal so ein Problem gelöst. Man löst es immer irgendwie ein bisschen anders. Man kommt immer wieder auf neue Möglichkeiten, wie man solche Probleme lösen kann. Das ist ganz witzig. Okay. Sehr gut. So, hier hinten fällt es gar nicht auf.
Und hier müssen wir dann irgendeinen schönen Übergang schaffen. Werden wir hinkriegen. Jetzt müssen wir uns auch da wieder Gedanken machen, wie wir das machen, aber auch das kriegen wir hin. Hier geht es wieder darum, ja, kann ich es denn so bauen, dass ich möglichst wenig Platz als solches verschwende? Weil ich weiß nie, was vielleicht in der Zukunft noch irgendwie da hinten fahren muss. Irgendwo muss ich es bauen, ist klar. Aber man kann ein bisschen drüber nachdenken, hey, macht es da Sinn, macht es da keinen Sinn? Und wenn es nur irgendwie ein bisschen geht, mag ich es, wenn man ein bisschen vorausschauend denkt. Das kommt natürlich auch, wenn man ein paar Mal gespielt hat, zu sagen, hey, warum baue ich das jetzt auf die Ebene und nicht auf eine andere? Das ist okay. Nicht genügend Freiraum, genau das habe ich mir gedacht. Also das müssen wir nochmal ändern hier. Das Band läuft, das heißt, Beton kommt oben an. Das ist so erstmal das Wichtigste, was ich erledigen muss. So. Zwar nicht ganz so schön, aber dass man hier hinten dann nicht mehr sieht später. Hey, was soll's. Dann kümmern wir uns noch um einen schönen Abschluss hier unten. Theoretisch ist es vollkommen egal, wie wir es abschließen. Wäre halt schön, wenn es ästhetisch irgendwie schön wäre. Damit hätten wir dann eine tiefer gezogene Decke. Schaut sehr schön aus.
Muss mich schon mal ein bisschen loben. Wenn wir was machen, dann wollen wir es auch richtig machen. Dann schaut es auch wunderschön aus. Im Prinzip haben wir ja nicht irgendwas Neues gemacht. Das heißt, wir haben die Produktion nicht vorangetrieben. Wir haben nicht irgendwie geschaut, hey, jetzt gibt es ein neues Element, das ich abbaue oder was auch immer. Sondern wir haben einfach nur die Produktion nach unseren Vorstellungen gestaltet. In dem Fall natürlich nach meinem. Das mache ich noch weg, weil ich noch nicht weiß. Weil ich noch nicht weiß, wie ich das genau mache. Aber das schaut doch schon mal ganz gut aus als solches. Der erste Schritt ist getan. Und hier können wir gleich das nächste herbringen. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, fette Grüße, euer Otto. Ciao.